Ja, guten Abend allseits. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer zum vierten Vortrag unserer Online-Reihe Hirne aus der Ferne, die wir von August bis Dezember im Corona-Jahr 2020 immer am ersten Donnerstag des Monats veranstaltet haben und veranstalten. Gastgeber ist das Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs CORTICES in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung für Aufklärung und Humanismus. Wir nutzen in dieser Reihe die Globalisierung der Informationsströme, ganz wörtlich verstanden als Echtzeitvernetzung über Kontinentalgrenzen hinweg, um Erkenntnisse der Neurophilosophie ins eigene Gehirn zu importieren. Wir sind es ja in den letzten Tagen schon gewohnt, in Deutschland morgens über die Datumsgrenze nach Westen zu blicken, um die neuesten demokratischen Errungenschaften in den USA zu bestaunen. Heute jedoch blicken wir abends über die Datumsgrenze nach Osten, nach Australien. Dort ist es bereits Freitag früh und aus Melbourne ist uns die Referentin Dr. Jennifer Wind zugeschaltet. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für das frühe Aufstehen. Ich sage ein paar Worte zur Person und zum Thema. Jennifer Wind ist Senior Research Fellow am Philosophie-Department der Monash University in Melbourne. Und ihr Forschungsgebiet sind Träume, Schlaf und spontane Gedanken im Wachzustand. Das heißt, alle Formen der Geistestätigkeit, die von der momentan gegebenen Umfeld, von der momentan gegebenen Umwelt abgekoppelt sind und aus denen man einiges lernen kann über das, was unser Bewusstsein und unser Selbstbewusstsein ausmacht. Wie unterscheiden sich Wahrnehmungen von Vorstellungen? Was sind Tagträume? Was Halluzinationen? Nun, 2015 ist bei MIT Press Jennifer Winds Buch Dreaming erschienen, das, wie der Titel schon sagt, das Traumerleben zum Gegenstand hat und das sowohl auf die Philosophie des Geistes als auch auf empirische Befunde zum Thema Bezug nimmt. Bereits im Jahr 2012 war der Autorin der Barbara-Wengler-Preis verliehen worden für die herausragende Dissertation, die diesem Buch zugrunde liegt und die bei Professor Thomas Metzinger in Mainz angefertigt wurde. Ebenfalls mit Thomas Metzinger gab Jennifer Wind die neurophilosophische Textsammlung, auch mit Beiträgen der Philosophie des Geistes, mit dem Titel Open Mind heraus, die im Netz gratis verfügbar ist unter der Adresse open-mind.net. Und neuerdings, das sei auch erwähnt, seit dem Jahr 2020 ist sie Herausgeberin der Open Access Zeitschrift Philosophy and the Mind Sciences zusammen mit Sascha Benjamin Fink aus Magdeburg und Vanja Wiese aus Mainz. Sind Wissenschaftler der jüngeren Generation aus dem Bereich Philosophie des Geistes. Nun, im heutigen Vortrag wird es darum gehen, wie scharf die Grenze zwischen Wachzustand und Traumzustand wirklich ist, wie man diese Grenze definieren kann, welche Kriterien es für diese Abgrenzung gibt. Und es wird unter anderem um die Frage gehen, was wir denn lernen können aus dem Ablenken der Aufmerksamkeit und aus dem Abwandern von Gedanken, dem Mind-Wandering, das wir ja gerade aus unserem Wachzustand kennen und nicht etwa nur aus wirren und bizarren Assoziationen im Traum. Zum Vortrag: Tagträume, Schlafträume und Bewusstsein, spontane Gedanken im Wachen und im Schlaf. Übergebe ich nun an Jennifer Wind. Wunderbar, dann bedanke ich mich erst einmal ganz herzlich für die Einführung von Herrn Fink und für die Einladung zum heutigen Vortrag von Herrn Fink und Herrn Rosenzweig. Ich hatte vor einigen Jahren noch als Doktorandin schon in Fürth das Vergnügen, auf einem Symposium, das Sie beide organisiert haben, zu sprechen. Dieses Mal virtuell, was in meinem Fall auch ein Vorteil ist, weil ich das in Person gar nicht machen könnte gerade. Wie gesagt, befinde ich mich in Melbourne und ich möchte mich auch ganz herzlich bei dem Publikum bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Im Voraus, bevor ich einsteige in den Vortrag, vielleicht noch kurz als Hintergrund. Es kann sein, dass ich an manchen Stellen über Fachbegriffe
so ein bisschen stolpere und möchte mich einfach im Voraus dafür entschuldigen, wenn das passiert. Das ist eine Debatte, also zum Traum und zum Schlaf in der Kognitionswissenschaft und in der Philosophie vor allem, aber auch zum Mind-Wandering, zu den spontanen Gedanken im Wachzustand. Das ist eine Debatte, die sich fast vollständig auf Englisch, stattfindet. Das heißt, da stolpere ich manchmal über die Fachbegriffe. Ich bin jetzt aber auch selbst inzwischen seit fast 6 Jahren in Australien, lehre und schreibe ausschließlich auf Englisch. Insofern ist da bei mir auch einiges gerade in der Fachsprache etwas rostig geworden. Wenn ich Deutsch spreche, dann zurzeit vor allem mit meiner 2,5-jährigen Tochter. Da sind Themen und Niveau ein bisschen anders als heute in diesem Vortrag. In diesem Vortrag soll es also, wie Herr Fink schon gesagt hat, eigentlich um unsere innere Welt gehen. Und zwar nicht um unsere gesamte innere Welt der Erlebnisse, sondern um die innere Welt der Gedanken und vor allem der Gedanken, Sinneseindrücke, Träume, Tagträume, die sich spontan entfalten, häufig assoziativ entfalten, eng mit der Fantasie in Zusammenhang stehen. Und es soll eben vor allem darum gehen, inwiefern diese innere Welt der spontanen Geistestätigkeit sich wirklich zwischen Wachen und Schlafen so stark unterscheidet. Und wenn sie das nicht tut, wofür ich argumentieren werde, was uns das eigentlich über die größeren Fragen im Hintergrund sagt. Also wie wichtig ist es eigentlich für unsere Geistestätigkeit, ob wir gerade wachen oder schlafen? Ich werde dafür argumentieren, dass es viel weniger wichtig zu sein scheint, als wir oftmals annehmen. Als kleine Einführung in das Thema, vielleicht einfach als kurzen Hintergrund hierzu, es könnte gerade, ich denke gerade zu einer Zeit, und das geht Ihnen ja jetzt in Europa leider auch so, wir kommen gerade in Australien, vor allem in Melbourne, aus einem zweiten langen Lockdown, der jetzt seit Juli in Kraft war, heraus. Gerade zu einer Zeit, wo wir zunehmend Kontrolle zu verlieren scheinen über die äußere Welt, über unser Alltagsleben, haben viele Leute den Eindruck, dass sich auch die innere Welt der Gedanken und Träume und Fantasie verändert. Also wir haben zumindest in der englischen Presse viel von dem sogenannten Lockdown Brain Fog gelesen, als würde sich so eine Art Nebelschleier über die Aufmerksamkeit und über das Denken legen. Menschen klagen über Konzentrationsschwierigkeiten, über Vergesslichkeit, über kognitive Überlastung, mentale Ermüdung. Sie haben das Gefühl, dass die Gedanken ständig wandern und kreisen und eben nicht fokussiert bleiben auf das, worauf sich Menschen gerade konzentrieren müssen. Arbeiten von zu Hause scheint das alles noch viel schwieriger zu machen. Die Aufmerksamkeit scheint ständig von selbst irgendwo anders hinzugehen, wo sie gerade nicht hingehen sollen. Und oftmals ist das auch mit negativen Emotionen verbunden. Gleichzeitig gibt es aber auch zunehmende Berichte darüber, dass die Schlafqualität beeinträchtigt wird und oftmals eben auch Berichte von intensiveren, bizarren Träumen, häufig auch Albträumen, die Menschen in dieser Zeit erleben. Das hier ist die Titelseite von einem wunderbaren Artikel von Tori Nielsen, der vor einigen Wochen in Scientific American veröffentlicht wurde zum Thema Infectious Dreams, also Pandemic Dreams, Pandemieträume, der einen sehr schönen Überblick über dieses Thema vermittelt, wenn Sie das interessiert. Normalerweise ist es jetzt so, dass wir, denke ich, sowohl allgemein, aber auch speziell in dieser Situation, wo wir von auf der einen Seite von Lockdown Brain Fog hören, auf der anderen Seite von Infectious Pandemieträumen, wenn man sie so nennen möchte, dass wir diese beiden Seiten des mentalen Erlebens als getrennt betrachten. Was denken wir denn, worin die Unterschiede darin liegen? Also eine typische Charakterisierung, von der ich aber abrücken werde in diesem Vortrag, wäre, dass der Wachzustand und das wache Denken sich eben auszeichnen durch fokussierte Aufmerksamkeit. Wir können unsere Aufmerksamkeit bewusst kontrollieren und richten und auch gerichtet halten auf bestimmte Aufgaben oder Probleme, über die wir gerade nachdenken möchten oder müssen. Denken ist vor allem als Problemlösen, wird vor allem als Problemlösen begrifflich verstanden. Wenn wir über Denken, bewusstes Denken, Wachzustand nachdenken, ist das eigentlich immer eine Art rationales, zielgerichtetes, regelgeleitetes Denken.
Gedächtnisfunktion funktioniert normal im Wachzustand. Sie ist hoch, vielleicht mit einigen Höhen und Tiefen unterwegs, aber insgesamt ohne Einschränkungen und wie gesagt Kontrolle nicht nur über unsere äußeren körperlichen Handlungen, sondern auch über unsere mentalen Handlungen, unsere Aufmerksamkeit, unser Denken scheint im Vordergrund zu stehen. Der Schlaf scheint all diese grob charakterisierten kognitiven Fähigkeiten auszukoppeln oder zu pausieren. Also wir haben das bereits in der Idee des Schlafes der Vernunft, der hier dargestellt wird. Wir haben die Idee, dass im Schlaf, aber insbesondere auch im Traum, die Aufmerksamkeit instabil wird, sozusagen automatisch von einem Thema zum anderen hüpft. Oftmals wird gedacht, dass das Bewusstsein vollständig verschwindet im Schlaf, mit der Ausnahme der Träume, da kommen wir dann gleich noch einmal im Detail drauf. Denken, insofern das vorliegt im Schlaf und im Traum, wird als richtungslos, irrational, quasi pathologisch und Wahnstellungen ähnlich beschrieben. Es scheint auch nicht voranzuschreiten oder produktiv zu sein. Die Gedächtnisfunktionen sind eingeschränkt. Man kann sich nicht daran erinnern, gerade im Traum, was man am Tag gemacht hat. Man vergisst wichtige autobiografische Details aus dem eigenen Leben. Man kann sich auch an Träume nach dem Erwachen nur schwierig erinnern. Und man erleidet so die Idee, einen Kontrollverlust sowohl über die eigenen mentalen Zustände, über das eigene Denken, die eigene Aufmerksamkeit, die eigenen Traumgehalte, als auch natürlich über das äußere Verhalten, das im Schlaf minimal ist und quasi gar nicht vorliegt. Soweit also die charakteristische Beschreibung von Wachen und Schlafen, die hier also wirklich eine strikte Unterscheidung zwischen Wach- und Schlafzustand in kognitiver Hinsicht mit Blick auf das Bewusstsein ziehen möchte. Und dieses Bild möchte ich eben sagen, ist stark vereinfacht und möglicherweise sogar grundfalsch. Zum einen wissen wir aus der Forschung der letzten Jahre, der letzten 15 bis 20 Jahre, haben wir zunehmend einen Eindruck davon bekommen, dass Denken im Wachzustand bei weitem nicht nur fokussiert ist. Es geht bei weitem nicht nur um regelgeleitetes, zielgerichtetes Problemlösen, sondern es gibt viel vielfältigere Formen von bewusstem Erleben, spontanem bewusstem Erleben und Denken im Wachzustand, als das weitgehend angenommen wurde in der Fachdebatte und auch in der Philosophie. Es gibt spontane Gedanken und Erinnerungen, die man vielleicht erlebt. Es gibt Tagträume und Fantasien. Und es wird zunehmend deutlich, dass diese eben nicht nur unwichtige Randerscheinungen sind, sondern oftmals tatsächlich eine ganz zentrale Rolle in unserem mentalen Erleben und in unserem bewussten Erleben einnehmen. Das heißt, in vielerlei Hinsicht ist die Beschreibung, die wir rein statistisch gesehen, und ich komme noch im Detail auf all diese Punkte im Laufe des Vortrags, die Charakterisierung, die wir vom Wachzustand zunehmend treffen sollten, scheint immer mehr in Richtung dessen zu rücken, wie wir den Schlaf traditionell beschrieben haben. Das heißt, große Teile des Wachzustandes sehen tatsächlich in kognitiver Hinsicht, wenn Sie an die Liste denken, die ich eben vorgetragen habe, immer mehr nach Schlaf aus, als das traditionell gedacht wurde. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass es im Schlaf natürlich Träume gibt, die werden immer besser verstanden, immer mehr im Detail auch hinsichtlich ihrer neurophysiologischen Formulate, immer besser erforscht, werfen weiterhin Rätsel auf, aber hier gibt es eine immer bessere und immer stärker in die Bewusstseinsforschung integrierte Forschungsergebnisse, die da herauskommen. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass im Schlaf auch eben heterogene und ganz verschiedene Formen von Bewusstsein bestehen, die sich mal als Traum oder vielleicht auch Formen von traumlosem Erleben beschreiben lassen. Und wir werden nachher darauf kommen, was genau man darunter verstehen kann und was genau ich damit meine. Das heißt, in rein kognitiver Hinsicht scheint sich die Unterscheidung von beiden Seiten, sowohl vom Wachen als auch vom Schlafen her, aufzuweichen. Ich möchte dafür argumentieren, dass wir diese starke, trennscharfe Unterscheidung zwischen Schlafen und Wachen zumindest mit Blick auf die kognitive und spontane Geistestätigkeit fast vollständig zur Seite lassen können. Um dahin zu kommen, möchte ich Ihnen aber erstmal eine Einführung geben in sowohl die Schlafseite als auch die Wachseite der spontanen Gedanken und die bestehende Forschung dazu aus den letzten Jahrzehnten.
Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist dann die zur Häufigkeit. Wie häufig träumen wir eigentlich? Wie häufig haben wir eigentlich spontane Gedanken im Wachzustand? Um uns dieser Frage von der Schlafseite her zu nähern, geben wir erstmal einen kurzen Einblick nochmal in die Schlafarchitektur und wie diese mit Träume im Zusammenhang steht. Also es ist seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt, dass Schlaf tatsächlich eine komplexe Architektur hat, sich durch verschiedene Schlafphasen unterscheidet. Die wichtigste Unterscheidung, die Sie hier sehen können, ist die zwischen dem REM-Schlaf, dem sogenannten Rapid Eye Movement Sleep, der sich durch die charakteristischen schnellen Augenbewegungen auszeichnet, und dem Non-REM- oder NREM-Schlaf, der auch den Tiefschlaf, den sogenannten Slow-Wave Sleep, beinhaltet. Non-REM-Schlaf wird hier meistens eben in Abgrenzung vom REM-Schlaf als Abwesenheit des REM-Schlafes definiert. Wie Sie an diesem Schaubild sehen können, das ist noch die ältere, aber etwas feinkörnigere Unterscheidung, war es typisch hier zwischen vier Schlafphasen des Non-REM-Schlafes zu unterscheiden. Inzwischen, in den letzten Jahren, ist man dazu übergegangen, nur noch drei zu unterscheiden, also auch diese Schlafstadien oder Schlafphasen sind nicht in Stein gemeißelt. Das sind konventionelle Definitionen, die mit der Zeit auch angepasst und verändert werden können. Das Wichtige, was Sie aber hier sehen, ist, dass unabhängig davon, wie viele Schlafphasen man eigentlich unterscheidet, es hier eine mehr oder weniger stereotype Abfolge gibt, die bei den meisten Menschen zumindest im gesunden Schlaf außerhalb von Schlafstörungen auch sehr vorhersagbar und regelmäßig ist. Das heißt, man durchläuft beim Einschlafen erst einmal die Phasen des Non-REM-Schlafes, leichter Schlaf, Einschlafphase, bis hinunter in den Tiefschlaf, steigt dann wieder auf in eine leichtere Schlafphase, dann kommt der REM-Schlaf, der hier als dem Wachzustand ähnlich dargestellt wird. Wir werden auch gleich noch einmal sehen, warum. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ein Schlafzyklus bestehend aus Non-REM- und REM-Schlaf dauert ungefähr 90 Minuten. Diese Dauer ist stabil durch die Nacht hindurch. Was sich aber verändert, ist der Anteil des REM-Schlafes und des Non-REM-Schlafes an jedem einzelnen Schlafzyklus. Das heißt, je länger Sie schlafen, hier in dem Schaubild sehen Sie das auch angedeutet, desto länger werden, desto größer wird der REM-Schlafanteil, desto länger werden die REM-Schlafphasen und desto kürzer werden in der Regel die Non-REM-Schlafphasen und sogar die tieferen Schlafphasen, also N3 oder 4, wenn man die beiden noch unterscheidet, die gehen oft Richtung Morgen fast komplett verloren, sodass man hier zwischen leichterem Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf hin und her wechselt. REM-Schlaf ist nicht nur gekennzeichnet, auch in Abgrenzung vom Non-REM-Schlaf, durch die charakteristischen schnellen Augenbewegungen, sondern auch, das wissen wir seit den 1950er Jahren aller spätestens, durch klassische Veränderungen im EEG, also der Messungen der elektrophysiologischen Tätigkeit, der elektrophysiologischen Gehirntätigkeit. Also was Sie hier sehen, ist ein EEG, einziges, man hat natürlich viele Elektroden, die das messen, aber hier ist ein einziger EEG-Strom, den Sie hier sehen und wie er sich vom Wachzustand über N1, 2, 3 bis hin zum REM-Schlaf verändert. Das Wichtigste hier ist eigentlich, dass Sie sehen, dass hier im REM-Schlaf Sie sehr schnelle, niederfrequente, desynchronisierte Wellen haben. Das heißt, verschiedene EEG-Elektroden werden eben nicht genau dieselben wie im Non-REM-Schlaf, sondern eben desynchrone, asynchrone Wellen aufzeichnen. Und rein vom EEG her sieht hier die Tätigkeit im REM-Schlaf gar nicht so anders aus als im Wachzustand. Also rein vom EEG her kann man REM-Schlaf gar nicht vom Wachzustand unterscheiden auf den ersten Blick. Wohingegen in den Tiefschlafphasen im Non-REM-Schlaf sie eben diese klassischen Slow-Waves haben, höher frequente Wellen, die synchron sind über verschiedene EEG-Elektroden hinweg. Das können Sie jetzt hier nicht sehen, aber Sie sehen, dass die Wellenform eine ganz andere ist. Das führt eben zu diesem klassischen Begriff des Slow Wave Sleeps, gerade für die Tiefschlafphase. Das dritte Unterscheidungsmerkmal zwischen den Schlafphasen ist der Muskeltonus. Der ist im Non-REM-Schlaf geschwächt, aber im REM-Schlaf fast komplett abwesend. Also man ist im REM-Schlaf eigentlich physiologisch, körperlich fast komplett gelähmt, mit Ausnahmen.
Warum ist das für die Traumforschung interessant? Also als der REM-Schlaf in den 50er Jahren entdeckt wurde, wurde gleichzeitig entdeckt, dass Weckungen aus dem REM-Schlaf, also aus dieser Phase, wo man wachartige EEG-Messungen hat, auch meistens sehr lange, komplexe, intensive Traumberichte bekommt. Und ganz optimistisch haben frühe Schlafforscher, hier Dement und Kleidmann, angenommen, dass man somit den REM-Schlaf nehmen könnte als objektives Kriterium, sozusagen als objektiven Indikator für das Fortauftreten und auch für die Länge und möglicherweise Inhalte von Träumen im Schlaf. Also man hätte dann hier ein objektives Kriterium, um das Auftreten von subjektivem Erleben im Schlaf zu diagnostizieren, zu messen und zu untersuchen. Und der Beleg dafür war eben die Korrelation zwischen REM-Schlafweckungen auf der einen Seite und Traumberichten auf der anderen Seite, wohingegen Träume eben sehr viel seltener aus dem Non-REM-Schlaf berichtet wurden. Auch wir werden nachher sehen, dass auch diese Unterscheidung REM-Schlaf und Non-REM-Schlaf nicht so sauber ist wie angenommen, aber wir lassen das erst einmal so stehen. Die Entdeckung dieser REM-Schlaf-Traum-Schlaf-Korrelation war absolut bahnbrechend. Also hier haben Sie Michel Jouvet, der über diese frühe Zeit der Traumforschung schrieb, es war wirklich richtungswechselnd, weil wir gesehen haben, dass REM-Schlaf weder Schlafen noch Wachen war. Es war wirklich ein dritter Zustand des Gehirns, der sich so stark vom Schlaf, hier verstanden als Non-REM-Schlaf, unterscheidet, wie der Schlaf selbst vom Wachzustand. Also wir haben jetzt nicht mehr eine Dichotomie zwischen Schlaf und Wachen, sondern drei Zustände, Schlafen, Wachen und REM-Schlaf und eben auch damit verbunden Wachbewusstsein, Traumbewusstsein und die Abwesenheit von Bewusstsein im Non-REM-Schlaf, wie sie damals noch angenommen wurde, Non-REM-Schlaf beziehungsweise Schlaf als möglichen unbewussten Zustand. Das sollte man mit Vorsicht genießen, aber das war eine bahnbrechende Entwicklung, weil hier eigentlich erstmals Bewusstseinsforschung überhaupt den Schritt jenseits des Wachzustandes gemacht hat. Das war der Beginn gleichzeitig der wissenschaftlichen Schlaf- und Traumforschung. Diese Felder haben sich später wieder aufgesplittet und sind unabhängig voneinander, haben sich unabhängig voneinander entfaltet, haben aber gleichzeitig angefangen mit dieser Entdeckung. Und was wir auch begrifflich davon mitnehmen können, ist eben die Einsicht, dass Schlaf weder einheitlich noch passiv ist. Es ist kein einheitlicher Ruhezustand, sondern ein komplexer, aktiv kontrollierter und auch phänomenologisch reichhaltiger Zustand. Gehen wir also zur Tagseite der spontanen Gedanken, zum sogenannten Mind-Wandering. Hier hat sich historisch eine ganz ähnliche Entwicklung vollzogen wie in Bezug auf REM-Schlaf und Träume, aber eben mit einigen Jahrzehnten Verschiebung. Also gerade in den letzten Jahren, es gab 2006 einen bahnbrechenden Artikel, der veröffentlicht wurde, in dem der Begriff des Mind-Wandering geprägt wurde und in dem der Begriff des Mind-Wandering eingeführt wurde, um eben ganz verschiedene Formen von spontanen Gedanken im Wachzustand wie Fantasie und Tagträume und stimulusunabhängige Gedanken beispielsweise unter einen einzigen Begriff zu fassen. Und mit dieser begrifflichen Änderung, Jonathan Smallwood und Jonathan Schuller waren hier die federführenden Forscher, haben sich verschiedene Forschungsfelder zum einzigen Forschungsfeld über Mind-Wandering vereinigt und es hat eine virtuelle Explosion von Literatur gegeben. Vor allem in der empirischen Forschung zum Mind-Wandering. Philosophen fangen jetzt langsam an, sich auch verstärkt mit diesem Thema zu befassen. Mind-Wandering, was ist das eigentlich? Man könnte im Deutschen sagen, es ist sowas wie schweifende oder vor allem auch von Aufgaben, von der Außenwelt, von Dingen, die man gerade erledigen möchte, abschweifende Gedanken. Es sind Gedanken, die sich frei und häufig assoziativ entfalten, die spontan oder scheinbar automatisch sich entwickeln und anfangen und enden. Es sind wandernde Gedanken, die sich eben frei bewegen, anstatt von uns bewusst gelenkt zu werden oder von irgendetwas in der Außenwelt bewusst gelenkt zu werden. Man kann also hier, um da mit der Definition etwas fortzuschreiten, vor allem hier eine Unterscheidung treffen mit Jonathan Smallwood und Jonathan Schuller, die sich auch gut in Laborstudien des Mind-Wandering anwenden lässt. Also hier haben wir oben links im Bild
die fokussierte Aufmerksamkeit, also sie fokussieren sich auf eine bestimmte Aufgabe oder zum Beispiel auf diesen Vortrag. Und dann in Abgrenzung dazu gibt es eben verschiedene Arten der Ablenkung, die Sie auf der rechten Seite sehen. Also Sie können abgelenkt werden von irgendwas in der Umwelt, von lauten Geräuschen oder irgendetwas, das Sie gesehen haben, von dem, was Sie gerade tun. Aber es gibt auch eine intern generierte, spontane Form von Ablenkung. Und hier kommen wir eben in den Bereich des Mind-Wandering. Das sehen Sie hier unten rechts in dem Schaubild, also genau der Fall, der hier von Smallwood und Schooler als selbst generierte, aber auch aufgabenunabhängige Gedanken beschrieben wird. Das ist eine Form der Ablenkung, die einfach spontan aus einem selbst hervorgeht, durch nichts in der Umwelt hervorgerufen wird. Aber es sind auch Gedanken, die eben nicht sozusagen mit einer bestimmten experimentellen Aufgabe oder einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Situation, in der sie sich gerade befinden, in Zusammenhang stehen, sondern als aufgabenunabhängig beschrieben werden. Der erstaunliche und von vielen Studien belegte Befund scheint dann also zu sein, dass wir das häufig tun. Wir sind häufig mit den Gedanken nicht da, wo wir denken, dass wir sein sollten oder wo andere Leute wollen, dass wir sind. Bis zu 30-50% des Wachzustandes verbringen wir mit diesen sogenannten spontanen oder wandernden Gedanken. Das heißt, wir denken eigentlich an Sachen, die kaum etwas mit dem zu tun haben, was wir gerade machen. Das tun wir beim Autofahren, das tun wir bei Unterhaltungen, das tun wir in Vorträgen und Meetings, das tun Piloten selbst bei Start und Landung, wenn sie sich auf das Fliegen konzentrieren sollten, wandern die Gedanken. Wir scheinen uns darüber nur eingeschränkt bewusst zu werden und wir scheinen das auch nicht wirklich verhindern zu können. Das heißt, sehr, sehr häufig sind wir einfach mit den Gedanken und mit der Aufmerksamkeit woanders. Entsprechend zu diesen psychologischen Befunden gibt es dann seit auch wieder ungefähr 20 Jahren mehr und mehr Forschung zum sogenannten Default Mode Network. Auf Deutsch kann man das grob als Ruhe- oder Basisnetzwerk beschreiben. Und auch hierzu einfach ein bisschen Hintergrund. Und das war eine interessante und auch in verschiedener Hinsicht schockierende Entdeckung, die gemacht wurde in den 90er, frühen 2000er Jahren, dass bestimmte die eigentlich Neuroimaging, also die ganze Theorie, die hinter den bildgebenden Verfahren in der Neurowissenschaft stand, in Frage gestellt und auf den Kopf gestellt hat. Also die klassische Annahme in dieser Forschung war, dass man sozusagen einen Probanden mit einer bestimmten Aufgabenstellung, mit einem Stimulus konfrontieren kann. Wenn die Aufgabe, die experimentelle Aufgabe richtig zusammengestellt, geplant worden ist, wird diese Aufgabe eine bestimmte kognitive Funktion rekrutieren, also sagen wir die visuelle Aufmerksamkeit. Und dann würde man eben in den Gehirnzentren, die grob und vereinfacht gesagt mit dieser kognitiven Aufgabe kognitiven Funktion in Verbindung stehen, würde man da eben eine erhöhte Aktivität erwarten. Also das heißt, man hat durch die Aufgabe sozusagen eine Art die neurophysiologische Basis von bestimmten kognitiven Funktionen wie der visuellen Aufmerksamkeit zu untersuchen. Dann hat man jetzt aber bemerkt, dass ganz überraschenderweise, wenn Probanden nicht mit einer experimentellen Aufgabe befasst sind, sondern einen klassischen Ruhestimulus oder eine Ruheaufgabe sehen, also nichts tun eigentlich, dass man hier in ganz bestimmten Gehirnarealen eine erhöhte Aktivität hat, die ja der Theorie nach gar nicht bestehen sollte. Die Aktivität, die Bereiche, die erhöhte Aktivität gezeigt haben, waren jetzt immer eng miteinander korreliert und die wurden dann sozusagen zusammengefasst unter dem Begriff des Ruhe- oder Basisnetzwerks oder das Default Mode Network. Das Sie hier sehen auf dem Schaubild, also ist also einfach ein klassischer Kontrast zwischen einem Stimulus, einem A und hier in dem Fall einem Plus oder einem Kreuz, also einem sogenannten Ruhestimulus, der eben das Nichtstun symbolisieren soll. Die nächste Annahme war dann, dass man sagen wollte, naja gut, wir haben also hier erhöhte Aktivität im DMN, im Default Mode Network, im sogenannten Ruhezustand. Und was wir hier haben auf der subjektiven Erlebnisebene sind dann zum einen
ist dann eben Mind Wandering, sind spontane Gedanken. Auch dieses Bild hat sich inzwischen verkompliziert. Es ist deutlich geworden, dass es verschiedene Subnetzwerke des DMN gibt. Es ist deutlich geworden, dass das DMN eben auch mit verschiedenen Arten der kognitiven Tätigkeit in Zusammenhang steht, also von autobiografischem und selbstreferenziellem Denken bis hin zu episodischem Gedächtnis, zukunftsorientiertem Denken und so weiter. Also sowohl es ist klar geworden, dass neurophysiologisch das hier ein heterogenes Netzwerk ist, ein komplexes Netzwerk. Unterschiedliche Subnetzwerke hängen mit unterschiedlichen kognitiven Funktionen zusammen. Auch diese enge Passung zwischen Mind Wandering und DMN, es hat sich inzwischen wieder aufgeweicht. Aber zumindest anfänglich schien das sehr vielversprechend zu sein, dass man hier wieder eine Passung hatte, ähnlich wie bei Traum- und REM-Schlaf zwischen spontanen Gedanken und DMN-Aktivität. Warum ist das wichtig? Also was sagt uns das über die spontane Geistestätigkeit? Also wir können zum einen sagen, dass ob wir wachen oder schlafen, spontane Gedanken, Träume, Mind-Wandering extrem häufig auftreten. Sie werden nicht unbedingt häufig erinnert. Die Erinnerungshäufigkeit kann sich stark unterscheiden. Aber sie nehmen tatsächlich einen großen Anteil der Wachzeit und auch der Schlafzeit ein. Inwiefern man das als Ruhe bezeichnen kann, also inwiefern man sowohl den Schlaf als auch den sogenannten Ruhezustand, wie wir das auch im Ruhenetzwerk ja immer noch tun, begrifflich wirklich als Ruhe bezeichnen können, ist demgegenüber sehr fraglich und zweifelhaft. Auf der Verhaltensebene mag das noch stimmen. Äußeres Verhalten ist im Schlaf minimal. Und gleichzeitig scheint es im Wachzustand auch zu sein, dass es eben im sogenannten Ruhezustand man eben die Problemlösefähigkeit eingeschränkt ist. Mind Wandering ist mit schlechteren Ergebnissen, behavioralen Ergebnissen in experimentellen Aufgabenstellungen verbunden. Also man wird einfach schlechter darin, bestimmte Aufgabenstellungen zu lösen. Verhalten wird oft langsamer und variabler. Aber sowohl subjektiv als auch neurophysiologisch kann man hier eigentlich nicht von einem Ruhezustand oder einem Zustand der Passivität reden. Es gibt phänomenologisch komplexe Erlebnisse, die hier entstehen im Schlaf und auch im Wachzustand, im sogenannten Ruhezustand. Und auch neurophysiologisch scheint dem entweder global auf der Ebene des gesamten Gehirns oder vor allem regional spezifisch, scheint dem eben auch hohe, teilweise hohe oder eben noch höhere Aktivität als im normalen Wachzustand. In der Wahrnehmung scheint dem eben auch höhere neurophysiologische Aktivität zugrunde zu liegen. Das heißt, eigentlich ist dieses Denken über den Ruhezustand oder die Abwesenheit von Verhalten hier völlig begrifflich irregeführt. Es sind aktive und reichhaltige Zustände, die wir hier haben, sowohl im Wachen als auch im Schlafen. Die nächste Frage ist, und das war eigentlich der erste Reflex sozusagen, dass man sowohl Mind-Wandering als auch Traum eben als dysfunktionale Zustände erfasst. Also Traum wird klassischerweise ja in der Philosophie, sieht man das schon mit Descartes, als Zustand der Täuschung beschrieben. Wir sind getäuscht, wir haben keine Einsicht, wir haben kein Wissen, wir sind irrational. Es ist ein Zustand, der, wie früher erwähnt, mit Pathologie oder Wahnvorstellung verglichen wird oftmals. Und genauso war beim Mind Wandering eben erstmal die Sichtweise, dass das ein negativer, unangenehmer Zustand ist. Wir verlieren die Kontrolle über unsere bewussten Gedanken. Die Problemlösefähigkeit ist eingeschränkt. Und gerade beispielsweise, und es möglicherweise korreliert Mind-Wandering dann mit vermehrten Autounfällen, wenn man zum Beispiel beim Autofahren Mind-Wandering betreibt und so weiter und so fort. Bei einer Reihe von komplexen Aufgaben leidet eigentlich die Problemlösefähigkeit darunter, dass wir so häufig Kontrolle über unsere bewussten Gedanken verlieren. Das war erstmal die klassische Interpretation davon. Inzwischen ist man viel mehr zu einer ausgewogenen Sichtweise übergegangen, wo man auch die Vorteile oder auch die positiven Aspekte von Mind Wandering
in den Fokus nimmt. Und auch dazu werde ich am Ende des Vortrages nochmal zurückkommen. Eine ganz wichtige Sache, aber einfach um einen weiteren Schritt zu gehen in Richtung Definition und theoretisches Verständnis von spontaner Geistestätigkeit, ist, dass wir uns genauer angucken, wie viel wir eigentlich mit Blick auf diese Laborexperimente zum Mindwandering sagen können, über die Idee, dass Mindwandering eingeschränkte Problemlösefähigkeit beinhaltet. Also wenn im Labor Mindwandering untersucht wird, das hier ist jetzt ein Beispiel aus einer Kollaboration, die ich hier hatte in Manasch mit einem Kollegen, Thomas Andrian, also eine Aufgabe, die wir selbst benutzt haben im Labor, werden oftmals solcher, also das ist einfach ein Beispiel, wie man Mindwandering im Labor untersucht. Das ist ein SART-Test, also ein Test, der eigentlich dauerhafte Aufmerksamkeit erfordert. Und der Test besteht einfach darin, dass hier den Probanden bestimmte Stimuli gezeigt werden, also eine bestimmte Zahlenfolge. Und bei den meisten Zahlen, wie Sie hier sehen, soll der Proband einen Knopf drücken. Und dann gibt es eine bestimmte Zielzahl, also in dem Fall die 3, wo der Proband nicht den Knopf drücken soll. Das heißt, er sieht in schneller Abfolge diese Zahlenfolge und muss einfach immer entscheiden, jetzt drücke ich den Knopf, jetzt ist die 3 gekommen, jetzt drücke ich nicht den Knopf. Erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit, ist aber auch extrem langweilig, diese Art von Aufgabenstellung, wenn man sie länger aufführt, und ist genau deshalb geeignet dafür, viel Mindwandering auszulösen. Also mit dieser Art von Aufgabenstellung kann man die Probanden sozusagen bis zu jede Minute unterbrechen und bekommt recht häufig Berichte von Mindwandering, aber auch von fokussierter Aufmerksamkeit. Also ungefähr jede Minute kann man die unterbrechen und findet immer noch ungefähr 50% an Mindwandering berichten. Wie gesagt, ist das eine effektive Art, Mindwandering im Labor hervorzubringen. Man könnte sich aber auch fragen, wie viel uns das wirklich sagt über die größere Funktionalität und die größere Rolle von Mindwandering und spontanen Gedanken in unserem Alltagsleben. Der Grund, warum ich das kurz jetzt beschreiben wollte, ist, dass wir hier zwar eine sehr saubere und kontrollierte Laborbedingung haben mit dieser Art von Aufgabe, aber die natürlich ganz wenig gemein hat und vielleicht auch vor allem deshalb so gut funktioniert und Mindwandering so verlässlich auslöst, weil diese Art von Aufgabe ganz wenig zu tun hat mit all den Dingen, die uns eigentlich in unserem Alltagsleben interessieren und beschäftigen. Also diese Arten von experimentellen Aufgabenstellungen funktionieren unter anderem deshalb so gut, weil sie sich so stark unterscheiden von unseren persönlichen Projekten, die doch ganz unterschiedlich und viel komplexer strukturiert sind, von Zielen und Interessen, wo wir selbst doch eigentlich ganz anders um eine ganz andere emotionale Valenz dann auch haben für das, was wir tun. Und der Punkt hier soll einfach sein, dass wenn wir Mindwandering nicht nur im Labor, sondern auch in unserem Alltag verstehen wollen und wenn wir möglicherweise auch genau verstehen wollen, was die positiven Funktionen und die Vorteile von Mindwandering und spontanen Gedanken sind, es eben nicht reicht, nur solche Laborforschung zu machen, sondern die auch komplementiert werden sollte durch eine Untersuchung und Studie von Mindwandering im Alltagsleben. Und das geschieht natürlich in der Mindwandering-Forschung vielfach. Also es gibt vielfache Versuche, jenseits des Labors Leute im Alltag zu unterbrechen, zu fragen, haben sie gerade spontane Gedanken gehabt oder sich auf das Hier und Jetzt konzentriert, auf das, was sie gerade getan haben. Wir in Manasch haben auch eine Reihe von Versuchen, die sich genau in diese Richtung bewegen. Und es ist unter anderem deshalb ein interessanter Forschungsbereich, weil er sozusagen anders als andere Bereiche der Kognitionsforschung sich nicht rein im Labor abspielen kann, sondern einfach diesen größeren Blick einnehmen muss. Um Mindwandering also wirklich zu verstehen, reicht es sozusagen nicht, nur diesen engen Blick auf die Fokussierung auf bestimmte Aufgabenstellungen, vor allem auf im Labor definierte Aufgabenstellungen zu haben, sondern man muss zurückgehen und einen breiteren Blick haben, eine breitere Perspektive einnehmen, darauf, wie der Bewusstseins- und Gedankenstrom sich über Zeit hinweg entfaltet und worin auch die Dynamik des Bewusstseins- und Gedankenstroms besteht. Also hier ist ein Zitat von William James.
dass eigentlich diesen Bewusstseinsstrom, diese ständige Bewegung unserer Gedanken sehr schön beschreibt. Und er sagt hier, wenn wir eine breitere, eine allgemeine Perspektive auf unser Bewusstsein nehmen wollen, dann ist eigentlich auffällig, wie unterschiedlich, mit welch unterschiedlicher Geschwindigkeit sich die verschiedenen Teile oder Ströme unseres Bewusstseins eigentlich entwickeln. Wir können das mit den Bewegungen eines Vogels vergleichen, der sozusagen auf einem Baum sitzt und zwischen den verschiedenen Ästen eines Baumes hin und her hüpft. Also es gibt Momente der Ruhe, wo der Vogel auf einem bestimmten Ast sitzen bleibt. Und das ist eben die Analogie zu der fokussierten Aufmerksamkeit. Es gibt Momente der Ruhe, wo man eben die Aufmerksamkeit fokussiert lässt auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Aufgabe. Aber dann gibt es eben Momente des Fluges, wo man sich hin und her bewegt, wo der Vogel hin und her hüpft zwischen verschiedenen Ästen. Und das ist eben die Analogie zu den spontanen Gedanken und zum Mind Wandering. Und wenn wir dann ein wenig herausfahren, und das wollte ich mit diesem Bild von Escher, die Metamorphosen hier, zum Ausdruck bringen, sehen wir eben, dass wir können diese einzelnen Momente der Ruhe in den Fokus nehmen und schauen, woran denkt man denn? Ist das in einem einzigen Moment jetzt zum Beispiel auf etwas in der Umwelt gerichtet oder auf eine Aufgabenstellung? Aber wenn wir ein wenig zurücktreten, sehen wir eben diesen größeren Strom und diese größeren Entwicklungen. Wir können dann oftmals sehen, dass eben über die Zeit hinweg, gerade bei spontanen Gedanken, dass hier dazu kommt, dass es eben Veränderungen des Inhaltes gibt, die oft assoziativ und oft häufig auch sehr kreativ erfolgen können. Also eine Idee verwandelt sich langsam in eine andere, dann kommt wieder eine andere Idee in den Vordergrund und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eigentlich hier im Mind Wandering wäre die Idee, verschiedene Themen und vielleicht auch verschiedene Momente von gerichteter Aufmerksamkeit, die können mehr oder minder mit der Umwelt in Verbindung stehen, aber die verändern sich scheinbar automatisch, oft auf nicht ganz vorhersehbare Weise und hängen oft eher assoziativ als regelgeleitet miteinander in Zusammenhang. Diese Idee, sozusagen die Dynamik und die Entwicklungen zwischen verschiedenen Gedanken in den Fokus zu nehmen, steht dann auch im Vordergrund des sogenannten Dynamic Framework of Spontaneous Thought. Das ist eine Sichtweise, die vor allem von Kalina Christoph und Kollegen in Vancouver vertreten worden ist. Und einfach auch dazu eine kurze Einführung, weil ich das eine extrem interessante Sichtweise finde aus zwei Gründen. Also erstmal haben wir hier ein ganzes Spektrum von spontanen Gedanken, das angenommen wird, das hier reicht von kreativem Denken bis hin zu Mindwandering und auch zum Träumen. Das heißt, es gibt verschiedene Grade von Spontanität im Denken, wenn wir dieses Schaubild annehmen, und die unterscheiden sich von zielgerichtetem Denken, vor allem durch das graduelle Verschwinden von bewusster Kontrolle. Also zielgerichtetes Denken ist das Denken, über das wir die stärkste Kontrolle haben. Bei kreativem Denken und Mindwandering ist diese Kontrolle bereits ein wenig aufgeweicht und in Träumen fast vollständig abwesend. Wenn wir diesem Schaubild folgen, gleichzeitig ist Raum für verschiedene Unterteilungen im Bereich des spontanen Denkens. Das zweite Interessante, was es für uns, für diesen Vortrag an diesem Schaubild gibt, ist, dass eben Träumen als intensiviertes Mindwandering, als intensivierte Form von spontanen Gedanken im Wachzustand begrifflich gefasst und auch quantifiziert werden kann. Die andere Dimension in diesem Schaubild neben der bewussten Kontrolle, den Deliberate Constraints, sind die sogenannten Automatic Constraints. Das wären entweder beispielsweise Salient Stimuli, sagt Kalina Christoph, im Umfeld, also laute Geräusche, irgendetwas, das man sieht, eine Aufgabenstellung, aber auch Dinge, die eine emotionale Valenz haben für das Individuum, also irgendwas, was einen beschäftigt. Vielleicht sind es zurzeit Gedanken an die Wahlen in den USA oder die neuesten Corona-Zahlen in Deutschland oder sowas, also Sachen, die für einen eine emotionale Bedeutung haben, die wichtig sind, zu denen beispielsweise die Gedanken immer wieder zurückkehren. Gedanken können bewusst gesteuert werden oder eben durch diese automatischen Mechanismen. Wenn sie bewusst gesteuert werden, sind sie zielgerichtet im Sinne des Goal-Directed Thought. Wenn sie zu sehr automatisch gesteuert werden, kommen wir in den Bereich des Rumination, der kreisenden, nicht produktiven
vielleicht auch krampfhaften Gedanken, könnte man sagen. Und beide Dimensionen scheinen sich von spontanen Gedanken zu unterscheiden. Wo sind wir dann also mit unserer Unterscheidung zwischen Schlafen und Wachen? Wenn wir jetzt genauer hingucken, also wir haben gesehen, dass Schlafen und spontane Geistestätigkeit im Schlafen und Wachen sich unterscheiden soll mit Blick auf die bewusste Kontrollfähigkeit. Und dann können wir fragen, gibt es denn auch weitere phänomenologische Unterschiede zwischen diesen Arten der Geistestätigkeit? Wenn wir da auf die Seite von Mind Wandering gucken, sehen wir zunächst einmal, wie ich das ja auch vorher schon angedeutet habe, dass wir hier subjektiv reichhaltige Formen des Erlebens haben. Also wir haben oft audiovisuelle Eindrücke, Bildereindrücke, Tagträume, die visuell vermittelt werden können. Ohrwürmer wären ein Beispiel für auditive Eindrücke, die sich oft spontan festsetzen in einem. Und man kann auch quasi sprachliches Denken haben, ne? Also wo man quasi satzartig denkt oder vielleicht auch an einer bestimmten Stimme denkt. Im Traum scheint es erstmal eine ganz ähnliche Phänomenologie zu geben. Auch hier scheinen audiovisuelle Eindrücke im Vordergrund zu stehen. Die werden oftmals als intensiver beschrieben als in Tagträumen, im wachen Mindwandering, als bizarrer. Berichte sind oft länger und komplexer. Und gleichzeitig scheint aber sprachlich vermitteltes Denken und auch Metakognition, also Einsicht in die Tatsache, dass man gerade träumt, eingeschränkt zu sein. Denken scheint weniger vorzukommen und irrationaler zu sein. Das ist auch wieder eine eher einfache Charakterisierung der beiden. Was das nahezulegen scheint, und auf dieses Merkmal möchte ich mich in der Folge jetzt auch konzentrieren, ist, dass Träume intensivierte, aber auch integriertere Erlebnisse einer audiovisuell vermittelten Szene darstellen. Es sind Erlebnisse eines Ichs in einer Welt, könnte man phänomenologisch ausgedrückt sagen. Also eine Sache, die das zu unterscheiden scheint, das Erleben im Traum vom Erleben in spontanen Gedanken und Tagträumen, scheint zu sein, dass wir uns im Traum präsent fühlen, auf eine Weise, wie wir das im Tagtraum nicht unbedingt tun. Tagträume fühlen sich nicht unbedingt als Teil der erlebten Welt an, Träume scheinen aber tatsächlich viel stärker sich als erlebte Welt anzufühlen, als wir das im Wachzustand erleben können. Und was ich jetzt in der Folge fragen möchte, ist, ob das auch wirklich der Fall ist. Ist das wirklich ein handfestes Unterscheidungsmerkmal? Um erstmal deutlicher zu machen, was ich mit Präsenz im Traum eigentlich meine. Und wie gesagt, wir haben erste empirische Anzeichen, dass das ein sinnvolles Unterscheidungsmerkmal sein könnte. Ist hier erstmal ein Traumbericht. Das sind Träume, Flugträume. Die meisten von uns haben sie schon gehabt. Für die meisten von uns sind es auch angenehme Träume, über die man sich freut, wenn die vorkommen. Und hier haben wir ein Beispiel, wo der Träumer sagt, also ich schwebe längs der Erde oder dem Boden und sage mir etwa Folgendes: Es ist doch interessant, dass ich jetzt, während ich wach bin, dieses Schweben beobachten kann. Es ist seltsam, aber es muss doch sicher sein. Und dann wache ich auf. Hier haben wir zwei Merkmale. Erstmals die subjektive Intensität von Flugträumen. Die scheinen unheimlich echt, auch emotional oft angenehm, während sie passieren. Und diese erlebte Präsenz scheint manchmal so stark zu sein, dass sie sozusagen auch auf der Denkebene, auf der kognitiven Ebene dazu führt, dass das Erlebnis fälschlicherweise als Wacherleben konzeptualisiert wird. Also diese Erlebnisse scheinen so intensiv und überzeugend, subjektiv so überzeugend zu sein, während sie passieren, dass man denkt, nee, das ist jetzt auf jeden Fall echt, das kann kein Traum sein, ich bin jetzt auf jeden Fall wach. Also es scheint hier einen Zusammenhang zu geben zwischen der eingeschränkten Metakognition, der eingeschränkten Einsicht und der subjektiven Erlebnisintensität und der Präsenz. Diese Idee der Präsenz im Traum steht jetzt im Zentrum einer ganzen Gruppe von Theorien, der sogenannten Simulationstheorie der Träume, die in den letzten Jahren zunehmend Zustimmung gefunden hat. Das ist für die Traumforschung eine ganz wichtige Entwicklung, weil es eben vor wenigen Jahren
noch keine einheitliche Definition, phänomenologische Definition des Träumens gab. Träume wurden manchmal als bestimmte Formen von Erleben im Schlaf definiert und manchmal als jedwede Form von Geistestätigkeit im Schlaf. Und wenn das so ist, ist das natürlich ein Problem für die Traumforschung, weil dann verschiedene Gruppen verschiedene Zielphänomene untersuchen und es eigentlich keinen Konsens darüber gibt, was Träume eigentlich darstellen sollen. Simulationstheorien fokussieren jetzt eben auf dieses Element der erlebten Präsenz. Grob kann man das umschreiben als Erleben eines Hier und Jetzt. Es gibt ein erlebtes Hier und Jetzt, das hier passiert wirklich. Aber zusätzlich gibt es eben meistens das Erleben eines Traums selbst im Zentrum einer Welt. Das sind ich in einer Welt Erlebnisse, könnte man phänomenologisch ausgedrückt sagen. Träume haben in der Regel, identifizieren wir uns mit einem Traumcharakter im Traum. Träume sind auch oft soziale Erlebnisse. Es gibt zahlreiche Traumcharaktere, aber nur einer davon ist das Ich. Und das Ich ist normalerweise das Zentrum der erlebten Welt. Insofern, rein subjektiv gesehen, sind Träume also von der Erlebnisstruktur her, von dieser Präsenzstruktur her, ganz ähnlich wie Wahrnehmung und Aktivität und soziale Interaktion im Wachzustand. Der Unterschied ist eben, die Außenwelt ist im Traum, macht nicht mit sozusagen. Wir haben eben diesen starken Kontrast zwischen Passivität und Ruhezustand im Schlaf und inneren subjektiven Erlebniswelt. Traum selbst und Traumwelt sind virtuell, auch wenn wir diese in dem Moment des Traums in der Regel nicht als virtuell erkennen. Das ist also eine Simulation, die wir erleben, sowohl eine Selbst- als auch eine Weltsimulation. Und anders als in der virtuellen Realität wird diese eben spontan hervorgebracht durch Geistestätigkeit im Schlaf, aber eben nicht durch beispielsweise technologische Interventionen, wie das in der virtuellen Realitätsforschung der Fall ist. Also Träume sind reale, subjektiv reale, hier und jetzt Erlebnisse, Erlebnisse eines Ich in einer Welt. So können wir sozusagen diese Präsenz fassen. Und Simulationstheorien des Träumens haben jetzt verschiedene Aspekte dieser Simulation im Traum in den Blick genommen. Für uns ist aber interessanter, jetzt zu fragen, kennzeichnet, wenn wir schon wissen, dass Präsenz alle Träume kennzeichnet, wenn Träume definiert werden über diese Präsenzstruktur des Erlebens, kennzeichnet Präsenz dann alle Schlaferlebnisse? Wenn das nämlich der Fall wäre, hätten wir eine starke Unterscheidung zwischen Schlafen und Wachen. Möglicherweise wird meine Antwort sein, aber nicht unbedingt. Also zum einen wissen wir, dass wir Schlaferlebnisse nicht mit Schlafphasen gleichsetzen sollten. Also hier ist ein Schaubild von neueren Studien aus der Gruppe von Giulio Tononi in Wisconsin. Francesca Siclari hat hier einige interessante, sehr interessante Forschungsergebnisse vorgelegt. Und was wir vor allem hier sehen können, ist, dass verschiedene Formen von bewusstem Erleben nach Weckungen aus allen Schlafphasen berichtet werden können. Und vor allem, wenn Sie hier auf N3 gucken, das ist also die tiefste Schlafphase des Non-REM-Schlafes, sehen Sie, dass Sie ungefähr gleiche Anteile haben von drei verschiedenen Berichtkategorien, nämlich erstmal Berichte von bewusstem Erleben, dann Berichte von unbewusstem Schlaf, nein, ich habe nichts erlebt, ich habe das Bewusstsein verloren. Und dann gibt es eine relativ große Zwischenkategorie, die beschrieben wird als conscious experience without recall, also bewusstes Erleben. Ich habe den Eindruck, dass ich bewusste Erlebnisse hatte, aber ich kann mich an keine Details erinnern. Das wird oftmals auch als weiße Träume bezeichnet. Das heißt, Non-REM-Schlaf scheint plötzlich ganz interessant zu werden, um die neuronalen Korrelate vom Bewusstsein im Schlaf zu erforschen. Genau weil es hier einen Kontrast zu geben scheint, relativ häufig zwischen Bewusstlosigkeit, bewusstem Erleben und was nach einem Zwischenstadium aussehen könnte, bewusstes Erleben ohne berichtete Details oder vielleicht mit vergessenen Details. Wenn man also fragen wollte, ob es auch Schlaferlebnisse gibt, die anders als Träume keine Präsenz beinhalten, wäre das wahrscheinlich interessant, diese Tiefschlafphasen in den Fokus zu nehmen. Auf jeden Fall kann man aber nicht eins zu eins sagen, dass bewusstes Erleben oder Träume nur mit REM-Schlaf identisch sind. Dazu ist die Variation einfach zu groß.
Wenn man jetzt weiterschaut und auch hier wieder die Arbeit von Francesca Siclari einfach nur als ein Beispiel, dann sieht man, dass gerade in den Tiefschlafphasen es oftmals auch einen Kontrast gibt zwischen Formen, verschiedenen Formaten des Erlebens. Also auf der einen Seite haben wir Erlebnisse, die sehr gedankenartig zu sein scheinen. Also ich habe über einen Satz nachgedacht. Es ist manchmal gut, Unrecht zu haben. Das zahlt sich manchmal aus, Unrecht zu haben. Oder ich habe darüber nachgedacht, jemanden zum Essen einzuladen und so weiter. Man denkt über ein bestimmtes Thema nach im Schlaf, hat aber dazu nicht unbedingt audiovisuelle Eindrücke. Wenn wir Träume als Präsenzerleben definieren, sind diese Formen von Denktätigkeit ohne visuelle oder auditive Eindrücke im Schlaf keine Träume. Das ist eine andere Form dann von Schlaferleben, die sich auch dann nicht durch Präsenz und nicht durch Welt- und Ich-Erleben auszeichnet. Es gibt aber auch eine Klasse von, was Sie hier als Perceptual Experiences, also Sinneseindrücke im Schlaf, die sich nicht unbedingt so anhören, als würde es hier auch um Selbst- und Welterleben gehen. Also ich habe einen Film geguckt. Es war wie, als würde ich einen Film zugucken oder einer Theatervorführung zugucken. Ein Mann und eine Frau lagen auf der Bühne. Aber wir sehen, der Träumer ist nicht wirklich Teil dieser Szene. Es gibt sozusagen eine Szene, die erlebt wird, aber quasi von außen. Das könnten auch Kandidaten sein für Fälle, wo man audiovisuelles Erleben hat, aber dieses Erleben eben nicht die Struktur von Ich in einer Welt Erlebnissen hat. Das sind sozusagen eher Tagtraum, könnten wir sagen. Oder die Analogie zum Tagtraum scheint hier schon stärker zu werden. Auch beim Einschlafen, würde ich sagen, kann man oftmals einen graduellen Übergang beobachten zwischen eher kurzen, schnappschussartigen Bildern, also eher so oft in einer Modalität, oft wird etwas gehört oder es wird etwas gesehen, Bilder oder Gesichter, die scheinbar aus dem Nichts kommen, werden gesehen oder bestimmte Muster. Das Erleben ist eher, es ist oft sehr kurz. Und es ist fast eher so beim Einschlafen, in der frühen Einschlafphase, als würde man etwas sehen, aber nicht Teil einer erlebten Welt sein. Es ist eher wie so ein Bild auf einem Screen, also auf einer Kinoleinwand oder irgend sowas in der Richtung, aber man ist nicht wirklich Teil davon. Wohingegen in der späteren Einschlafphase man oftmals schon diesen Übergang hat zu eher traumartigem, präsenzartigem Erleben. Hier hat man jetzt längere, komplexere Episoden, die auch besser erinnert werden können. Audiovisuelle Eindrücke scheinen oft integriert zu sein zu Szenen. Also es wird nicht nur gesehen oder gehört, sondern beides. Oftmals ist hier auch Bewegung, spielt auch eine wichtige Rolle. Bewegungserlebnisse, illusorische Bewegungserlebnisse. Und oftmals gibt es hier auch schon das Erleben von Präsenz. Ein Beispiel wäre hier dieser Bericht. Also ich sehe einer anderen Person beim Laufen zu. Das ist sozusagen noch das Erleben von außen, eher mit einem klassischen Kino vergleichbar als mit einer virtuellen Realität, in der man präsent ist. Dann ist es, als würde ich selbst laufen, also subjektive Bewegungseindrücke. Selbst ist jetzt Teil der virtuellen Welt. Das würde ich sagen, ist schon traumartig. Ich fühle mich, als würde ich gleich eine Treppe hinaufsteigen und ich erwache von einer starken Muskelzuckung im Bein. Das heißt auch eine interessante Korrelation mit Eigenkörpererleben, Zucken im Bein, das sich dann phänomenologisch sozusagen in dem traumartigen Erleben niederschlägt. Ich würde sagen, hier haben wir Beispiele dafür, wie man dieses von außen Erleben zu einem mehr Präsenz auf Präsenz strukturiertem Erleben übergeht in der Einschlafphase. Was sagt uns das? Das heißt, auf der Seite des Schlafs und des Traums haben wir vielfältige Formen der Phänomenologie. Wir haben Einschlafbilder oder auch isolierte visuelle oder auditive Eindrücke, die später im Schlaf vorkommen können, die nicht unbedingt diese komplexe Form von Welt und Ich-Erleben im Traum haben. Wir haben gedankenartige Tätigkeit und wir haben eben voll entwickelte Träume. Es scheint, dass all diese in allen Schlafphasen vorkommen können, vor allem die Tiefschlafphasen scheinen alle drei Formen von Erlebnisformen
zu unterstützen. Wir können also sagen, Präsenz ist schon rein definitorisch ein Merkmal von Träumen, aber kennzeichnet nicht unbedingt alle Schlaferlebnisse. Und gerade die Schlaferlebnisse, die nicht durch Präsenz gekennzeichnet werden, sind somit gute Kandidaten dafür, mit spontanen Gedanken im Wachzustand verglichen zu werden, die auch eben diese Art von Präsenz möglicherweise nicht haben. Also hier scheint es eine starke Analogie zu geben zwischen nicht traumartigen spontanen Erlebnissen im Schlaf und spontanen Erlebnissen im Wachen. Was ist nun, wenn wir auf die Seite des Tagtraums und der spontanen Erlebnisse im Wachzustand gucken? Gibt es denn hier Fälle, wo wir sozusagen diese Unterscheidung Präsenz als Unterscheidungsmerkmal zwischen Schlafen und Wachen von der Wachseite her auflösen können? Also gibt es denn erlebte Präsenz im Wachzustand und in Tagträumen? Hier eine ältere Studie, die zumindest andeutet, dass das möglich sein könnte. Das war eine Studie aus den 70ern, wo Probanden gebeten wurden, in einem dunklen Raum mit geschlossenen Augen einfach zu liegen und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und alle 1 bis 9 Minuten wurden die unterbrochen und sollten berichten. Ein Großteil davon beschrieb eigentlich keine wesentliche Veränderung. Die hatten weiterhin das, was in der Studie als Realitätskontakt definiert wurde. Aber es gab auch ungefähr 20% der Berichte, die einen Kontrollverlust über Gedanken, also Mind-Wandering, spontane Gedanken beschrieben. In weiteren 20% wurde zusätzlich das Bewusstsein verloren, sich im Labor zu befinden. Also die Probanden haben Kontrolle über ihre Gedanken verloren und haben auch kurzzeitig nicht mehr, waren sich nicht mehr bewusst, im Labor zu sein, sondern die Innenwelt war sozusagen ganz weggewendet. Und in zusätzlichen 15% haben sich die Probanden auch noch so gefühlt, als würde das, was sie erleben, wirklich passieren. Das heißt, alle 3 Elemente von Realitätskontakt waren verloren. Bei immerhin 15% von Probanden in dieser speziellen, entspannten Ruhe-Situation im Dunkeln hatten die das Gefühl, dass das, was sie erlebten, wirklich passiert. Sie hatten keine Kontrolle darüber. Es hat sich echt angefühlt und sie wussten nicht mehr, wo sie waren. Das hört sich jetzt wirklich schon nicht nur nach Schlaf, sondern speziell nach traumartigem Erleben an. Ob das wirklich Präsenz ist, ist eine andere Frage. Wenn man wissen wollte, ob Tagträume Schlafträumen in ihrer Präsenzstruktur ähneln, dann wäre das zumindest ein sinnvoller Punkt, um anzusetzen und weiter zu forschen, vielleicht auch phänomenologisch präziser zu forschen. Eine weitere Frage ist dann, also wir haben jetzt gesehen, es gibt, vielleicht kurz an Herrn Fink, habe ich noch ein paar Minuten? Ja, ein paar Minuten noch. Die nächste Frage, die man jetzt stellen könnte, also ich mache dann vielleicht noch 5 Minuten oder 10 Minuten maximal, die man stellen könnte, ist, ob diese phänomenologischen Unterscheidungen, also wir haben jetzt gesehen, Präsenz zeichnet Träume aus, aber nicht alle Schlaferlebnisse, sie zeichnet möglicherweise bestimmte Tagträume im Wachen aus. Aber kann man denn jetzt die spontanen Gedanken möglicherweise auch durch schlafartige neurophysiologische Mechanismen erklären? Auch dazu hier nur ein ganz kurzer Ausblick auf Arbeit, die wir zusammen gemacht haben mit Kollegen in Manersch. Das ist die früher zitierte Studie mit Thomas Andrian. Und die kommt zurück auf eine relativ neue Idee aus der Schlafforschung, das ist die Idee des lokalen Schlafes. Was ist lokaler Schlaf? Lokaler Schlaf ist schlafartige EEG-Aktivität, die sowohl zeitlich als auch räumlich lokal ist. Das heißt, in ganz kleinen beschränkten Hirnregionen, die nur durch einige EEG-Elektroden aufgezeichnet werden, aber nicht global durch alle EEG-Elektroden, stellt man schlafartige Aktivität fest. Das heißt vor allem schlafartige Slow-Wave-Aktivität, also die charakteristische Wellenbewegung für den Tiefschlaf, die langsamen Wellen, die scheinen auch lokal in umgrenzten Hirnregionen stattfinden zu können. Im Wachzustand scheint es zu regionalen
Slow Waves zu kommen. Und die sind auch lokal in der Zeit. Das heißt, sie sind sehr kurzlebig. Diese lokalen Schlafvorkommen dauern in der Regel unter 5 Sekunden. Das heißt, der Proband ist wach, wird als wach eingestuft, aber ein Teil des Gehirns verhält sich so, als würde er schlafen, zumindest für eine kurze Zeit. Lokaler Schlaf nimmt zu, je länger man wach ist, und nimmt auch in Bereichen zu, die für bestimmte Aufgabenstellungen benutzt worden sind. Das heißt, wenn man mit einer bestimmten Aufgabe befasst ist, dann wird die Gehirnregion, die in dieser Aufgabe, zum Beispiel in der Gedächtnisaufgabe, befasst war, wird auch verstärkten lokalen Schlaf aufzeigen. Was wir jetzt wissen wollten in dieser Studie war, ob das hier, und es gibt auch eine Korrelation zu objektivem Problemlöseverhalten, zu dem Verhalten der Probanden. Auf der Verhaltensebene schlägt sich dieser lokale Schlaf eben auch nieder. Eben zum Beispiel durch schlechtere Performance in dieser Aufgabe. Wir wollten jetzt wissen, ob das auch eine Korrelation gibt zu Veränderungen im subjektiven Erleben, die möglicherweise traumartig sind. Wir hatten also die Versuchsaufstellung, die ich vorher beschrieben hatte, die SART-Task, und haben dazu dann Probanden jede Minute unterbrochen und gefragt, was die gerade erlebt haben. Und wir haben zwischen 2 Kategorien von Unaufmerksamkeit unterschieden. Also zum einen das Mind Wandering, die spontanen Gedanken, und zum anderen sogenanntes Mind Blanking, eine Gedankenleere, wo Probanden beschrieben haben, sie hatten keine Gedanken. Das war, als hätte wäre sozusagen eine kurze Pause gedrückt worden im mentalen Erleben. Sie waren einfach kurz nirgendwo sozusagen. Was wir dann gefunden haben, war eine Korrelation zwischen Berichten von Mindwandering, von spontanen Gedanken, impulsiven Reaktionen. Das heißt, Probanden haben häufiger gedrückt, den Knopf gedrückt in Bezug auf Zahlenstimuli, als sie eigentlich sollten. Und lokalem Schlaf in frontalen Elektroden, also vorne im Kopf, wurde mehr lokaler Schlaf festgestellt in Korrelation mit Mindwandering und impulsivem Verhalten. Und umgekehrt war Mindblanking, Gedankenleere, korreliert mit trägen Reaktionen. Die haben verpasst, den Knopf zu drücken, wenn sie ihn eigentlich drücken sollten. Und lokalem Schlaf in hinteren Elektroden. Das sind erste Studien, ist extrem spekulativ zurzeit, aber das sieht fast so aus, als könnte man sagen, vielleicht kann man für Untergruppen von spontanen Gedanken schlafähnliche Mechanismen identifizieren, die im Wachzustand vorliegen und deren Lokalisierung vorne oder hinten im Kopf sich unterscheidet, je nachdem, welche Form von Unaufmerksamkeit, von Attentional Lapse man gerade hat. Und es gibt hier auch eine Korrelation zum Verhalten. Das heißt, um das zusammenzufassen und den Hauptvortrag damit auch abzuschließen, wir haben verschiedene Formen des Erlebens im Wachzustand. Manche kennzeichnen sich durch Präsenz, diese nennen wir dann Träume im Anschluss an die Simulationstheorie. Andere scheinen die Präsenz auch gerade beim Einschlafen oder im Tiefschlaf nicht zu haben. Oder so nur gedankenartig zu sein. Vor allem diese nicht traumartigen Formen des Erlebnisses im Schlaf scheinen ganz analog zu sein zu dem, was wir oftmals im Wachzustand erleben, in unseren spontanen Gedanken oder spontanen Sinneseindrücken, Ohrwürmern. Hier scheint es interessante Parallelen zwischen Schlafen und Wachen zu geben in phänomenologischer Hinsicht. Möglicherweise gibt es eine Untergruppe von sehr lebendigen Tagträumen, die aber auch wie Träume Präsenz aufweisen können. Das wäre eine interessante Forschungsfrage für die Zukunft. Und möglicherweise kann man sogar über Schlafmechanismen, lokalen Schlaf im Hintergrund sprechen, der neurophysiologisch erklären würde, warum diese Ähnlichkeiten zwischen spontanem Erwachen im Schlafen und Wachen bestehen. Um vielleicht noch ganz wenige Minuten auf die eingangs geführte Frage zurückzukommen, die viele von uns beschäftigt auf verschiedene Weise. Sie rutschen gerade in den neuen Lockdown-Raum rein, wir kommen gerade hinaus. Hat das alles denn irgendeinen Effekt auf unser Alltagsleben? Hat die Pandemie unsere spontanen Gedanken verändert? Und dazu vielleicht einfach ganz kurz ein paar spekulative Gedanken und erste Forschungsergebnisse, und dann können wir in die Diskussion übergehen.
Träumen wir und haben wir häufiger spontane Gedanken? Es scheint ja so, dass wir das alles häufiger haben jetzt während der Pandemie als vorher. Das suggeriert zumindest die Medienberichterstattung. Ein erster Punkt wäre, dass wir gesehen haben, wir haben sowohl im Schlaf als auch im Wachzustand fast ständig spontane Gedanken. Wir merken es nur meistens nicht. Das heißt, wenn man jetzt häufig bemerkt, dass man spontane Gedanken hat, im Wachen und im Schlafen, bemerkt man möglicherweise nur etwas, das die ganze Zeit schon da war. Das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt viel zu viel Mind-Wandering hat, sondern vielleicht hat man einfach jetzt bemerkt, durch Medienaufmerksamkeit oder eigene Aufmerksamkeitsrichtung, dass diese Prozesse schon die ganze Zeit da waren. Wir übersehen sie einfach im Alltagsleben standardmäßig. Das wissen wir aus zahlreichen Laborstudien. Wir wissen, beispielsweise gibt es gute Gründe anzunehmen, dass verstärkte Berichte in den Medien, in den sozialen Medien über Träume oder Lockdown, Brain Fog unsere Aufmerksamkeit verändern und die beste Art, die Erinnerungshäufigkeit für Mind-Wandering und Träume zu verändern, ist die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Wenn Sie Träume erinnern wollen, dann entscheiden Sie sich, ein Traumtagebuch zu führen und legen das neben das Bett. Das verändert sofort die Traumhäufigkeit. Aber wie wir wissen, wenn man im Labor Probanden unterbricht, können die oftmals jede Minute von Mind-Wandering berichten. Darüber werden wir uns im Alltag einfach nicht bewusst. Aber es geschieht sowieso fast die ganze Zeit im Hintergrund. Wir wissen auch, das ist eine Theorie von Dan Wagner aus den 90er Jahren, dass gerade der Versuch, Aufmerksamkeit und Kontrolle auszuüben, über unsere mentale Tätigkeit im Wachzustand fehlschlagen kann. Wenn man versucht, spontanes Abwandern der Gedanken und der Aufmerksamkeit einzuschränken im Wachzustand, richtet man mehr einen Fokus darauf und das kann dazu führen, dass es schief geht, dass man genau diese Art von Geistestätigkeit hervorbringt, die man eigentlich vermeiden wollte. Das klingt also erstmal so, es gäbe es gute Gründe zu denken, naja, vielleicht hat sich die Erinnerungshäufigkeit und die Aufmerksamkeit verändert, aber die Prozesse, die spontanen Prozesse sind weitgehend gleich geblieben. Es könnte aber auch objektive Veränderungen geben. Also es gibt erste Studien über Schlafverhalten in der Pandemie, die nahelegen, dass Menschen erstmal mehr schlafen. Viele Leute, gerade wenn sie von zu Hause arbeiten, schlafen mehr, schlafen länger, schlafen vielleicht auch aus, was erstmal was sehr Gutes ist. Und wenn man das tut, deshalb nochmal dieses Schaubild, wenn man sich ausschlafen lässt, wacht man in der Regel spontan von der REM-Schlafphase aus. Die sind in der Regel mit den intensivsten Träumen korreliert. Das heißt, dann ist auch die Traumerinnerungswahrscheinlichkeit am größten. Wenn man direkt vom REM-Schlaf aufwacht, erinnert man wahrscheinlich Träume. Wir wissen allerdings auch, dass in vielen Fällen Menschen nicht nur mehr schlafen und ausschlafen, was erstmal die Traumhäufigkeit, weil die REM-Häufigkeit erhöht wird, wird auch die Traumhäufigkeit erhöht vermehren könnte. Wir wissen auch, dass viele Menschen schlechter schlafen, oftmals nachts aufwachen und dass das eben oftmals auch mit Albträumen und unangenehmen Träumen und erhöhter Erinnerung verbunden sein kann. Was wir auch wissen, ist, dass es so zu sein scheint von einigen Studien, dass die Traumthemen sich verändert haben. Also möglicherweise träumen wir ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr als sonst. Wir werden uns dessen mehr bewusst. Wir scheinen aber andere Themen zu haben im Traum. Also erste Studien scheinen nahezulegen, dass viele Menschen zur Zeit der Pandemie verstärkt von Themen wie Isolation, Ansteckung, Masken und so weiter träumen. Und dass das etwas zu sein scheint, was eben sozusagen über Individuen hinweg ganz viele Traumberichte zurzeit kennzeichnet. Das ist erstmal keine Überraschung, weil wir allgemein aus der Traumforschung auch wissen, das ist die sogenannte Kontinuitätshypothese, die hat in Deutschland Michael Schredl ganz maßgeblich vorangetrieben, viel Forschung dazu gemacht, dass Traumthemen oft mit unseren Tagerlebnissen, aber auch den Gedanken und Sorgen, die wir im Wachzustand haben, also auch in den spontanen Gedanken, kontinuierlich sind. Wir träumen von denselben Sachen, die uns auch im Wachzustand beschäftigen.
Und es gibt auch Hinweise, dass wenn wir versuchen, bestimmte Gedanken zu vermeiden im Wachzustand, nein, ich möchte nicht schon wieder an die Wahl denken, ich möchte nicht schon wieder an die Ansteckungsgefahr denken, dann sind das oft Sachen, die genau beim Einschlafen oder im Traum zurückkommen und oft mit Schlafstörungen und schlechter Schlafqualität in Verbindung stehen. Das heißt, es scheint so zu sein, dass sich eben doch die Traumthemen verändern auf eine Weise, die man erwarten würde. Gegeben das, was man über Traumthemen weiß. Hat das alles eine Funktion? Einfach nur zwei Punkte, damit wir dann zur Diskussion schreiten können. Wir wissen, dass sowohl Träume als auch waches Mindwandering Erinnerungen integrieren aus verschiedenen Lebensphasen. Und wir wissen, dass vor allem waches Mindwandering eine sehr starke Zukunftsorientierung hat. Wenn Mindwandering in die Zukunft orientiert ist, also an das, was man als nächstes erwartet, das, was man als nächstes plant oder erwartet oder befürchtet, ist das oft auch mit der Fähigkeit verbunden, Ziele konkreter zu beschreiben. Das haben Laborstudien gezeigt. Und sowohl Träume als auch Mindwandering handeln oft von persönlich relevanten Zielen, Zielen, die einen persönlich beschäftigen. Es scheint auch eine Korrelation zu geben, das wissen wir natürlich auch vom Traum, von anekdotischen Berichten, von kreativen Träumen, zwischen Mindwandering und erhöhter Kreativität. Also es scheint so zu sein, spontane Gedanken im Wachen und im Schlaf haben etwas zu tun mit Gedächtniskonsolidierung, aber nicht mit der Wiederholung, genauen Wiederholung von Erinnerungen, sondern oft werden diese mit zukunftsorientiertem Denken in Verbindung gebracht und stehen möglicherweise mit verbessertem Planen und verbesserten Zielbeschreibungen und Kreativität in Zusammenhang. Das heißt, da spannende Forschung, die besagt, möglicherweise hat das alles eine Funktion und hilft auch mit etwas. Zum Beispiel sich in einer neuen Situation, die auch verwirrend ist, wie der jetzigen Situation in der Pandemie zurechtzufinden. Das sind spekulative Fragen, aber auch offene Fragen. Andere große Gruppe von Funktionen wäre emotionale Verarbeitung, die hier relevant ist. Also wir wissen, dass es für negative und positive Emotionen im Traum eine Passung gibt zu den Emotionen, die man im Wachzustand empfindet. Und wir wissen auch, dass bestimmte Formen von Mindwandering auch bestimmte emotionale Signaturen haben. Wenn man an die Zukunft denkt, geht es einem oft besser, ist es oft mit positiven Emotionen verbunden. Als vergangenheitsorientiertes Mindwandering, das oft negative Emotionen mit negativen Emotionen einhergeht. All das legt eine Emotionsverarbeitungsfunktion nahe. Und wir wissen auch natürlich, dass es eine enge Korrelation gibt zwischen Stress, Depressionen, kreisenden Gedanken, aber auch Wiederholungsträumen und Albträumen, die man alle in der Pandemie erwarten würde. Und die Berichte legen ja auch nahe, dass tatsächlich all diese Sachen auch im Zusammenhang mit gestörter Schlafqualität in der Pandemie zugenommen haben. Es ist aber auch wert zu sagen, dass diese Arten von kreisenden, wiederholenden Inhalten im Schlafen und Wachen sich eigentlich von diesem assoziativen, freien Charakter, dynamischen Charakter von gesunden Träumen und Mindwandering unterscheiden. Den allerletzten Punkt, den ich machen möchte, ist das selbst. Also es könnte sein, dass spontane Gedanken im Wachen und Schlafen eine Gedächtniskonsolidierungs- und eine emotionale Verarbeitungsfunktion erfüllen. Es könnte sein, dass wir das genau jetzt im Guten und im Schlechten, im Angenehmen und im Unangenehmen in der Pandemie verstärkt erleben. Es könnte aber auch sein, dass es einfach manchmal das spontane Erleben eine angenehme Pause, eine Ablenkung vom Hier und Jetzt sein kann. Ohne hier auf Details groß einzugehen, es gibt erste Studien, die nahelegen, dass Mindwandering, auch wenn es uns nicht immer beim Problemlösen hilft, manchmal auch angenehm sein kann. Gerade bei langweiligen Aufgaben, wenn Probanden Mindwandering haben, kommen sie oft erfrischt zurück und können sich danach besser konzentrieren, als hätte man eben eine echte Pause gemacht. Träume scheinen gerade oft, weil sie oft sozial sind, also wir interagieren sozial im Traum, das fühlt sich realistisch an, ist oft emotional intensiv. Träume sind sogar schon in Verbindung mit sozialen Fähigkeiten gebracht worden. Möglicherweise helfen Träume dabei, soziale
Fähigkeiten zu trainieren, hat der finnische Philosoph und Psychologe Antti Revonsuo vorgeschlagen. Es gibt also auch, könnte man sagen, gerade in Phasen, wo man zu Hause ist, isoliert, nicht viel sozial interagieren kann, ist das vielleicht eine Chance, Dinge zu erleben, die man im Wachzustand gerade im normalen Leben gerade nicht erleben kann. Und vielleicht sind Träume und spontane Gedanken im Wachzustand auch einfach eine Chance, sich von den Erfordernissen der Umwelt, die entweder langweilig sind oder anstrengend oder deprimierend, kurz zurückzuziehen und was anderes zu machen. Das sind die Teile unseres Erlebens, wo die Gedanken sich frei entwickeln und die Erlebnisse frei, sich sozusagen freier entfalten können. Das kann auch manchmal eine Befreiung sein, sich von unangenehmen oder nervenden oder langweiligen Dingen, die man im Wachzustand im Alltagsleben erlebt, einfach mal abwenden zu können. Und auch darin, dieser Abwendung von hier und jetzt, kann manchmal etwas Positives und Angenehmes bestehen. Das heißt, selbst wenn die keine Funktion erfüllen, ist das, würde ich verspielt sagen, vielleicht auch manchmal was ganz Schönes, dass man einfach die Gedanken einfach mal laufen lassen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.